Hallo, wir sind von der Emil-Lang-Realschule Salzgitter-Lehmstedt. Mein Name ist Lea. Mein Name ist Kimberly. Und mein Name ist Jennifer. Das ist Nicola Volsker. Sie will aber Nicole genannt werden. Nicole fliegt demnächst nach Tokio zu der Jugendweltmeisterschaft. Die Elfjährige trainiert bei der TG Jugenddorf am DTB Trampolinstützpunkt Salzgitter mit ihrer Trainerin Katharina Prokossova während der Schulzeit. Sie darf ihren Sportunterricht hier machen. Du fliegst bald nach Tokio zur WM. Was reizt dich daran am meisten? Also auf jeden Fall die Konkurrenz und so. Und ich bin halt richtig nervös auch. Hast du einen Glücksbringer? Ja, also mein Glücksbringer, ich habe sogar zwei. Der eine ist eine Schildkröte, das ist ein Kuscheltier. Und das andere, das ist so ein Kuschelhase, den habe ich fast seit meiner Geburt. Das hat eigentlich schon recht gut funktioniert von den Absprüngen. Aber die Arme sind immer noch, ne? Gerade wenn du zu lang bist, nach oben, wenn dann der Stopp. Gerade nach dem bei Rückwärtssprungen. Der war ein bisschen zu schnell weg hier. Ne? Also nicht die Arme waren zwar gerade, aber nicht stehen gelassen und viel zu viel aus dem Oberkörper geholt. Bist du gerne mit deinen Kollegen und Trainer zusammen? Ja, wir machen auch Ausflüge zu anderen Ländern bzw. so Lehrgänge und ich treffe mich auch hier mit meinen Freunden, kann man sagen. Begleitet dich jemand aus der Familie mit zu der WM in Tokio, außer deine Trainer? Nein. Okay. Hat dich jemand unterstützt in den ganzen Jahren? Ja, also meine Trainer als Motivation und bei den Fehlern und meine Eltern, auch wenn mein Wettkampf nicht geklappt hat, dann haben die mir auch geholfen. Hättest du vielleicht im Sinn, mal mit dem Trampolinturnen aufzuhören? Nee, nicht wirklich. Auch wenn etwas mal schief läuft, dann versuche ich trotzdem immer weiterzumachen. Das ist so eine Art Motivation. Ist deine Trainerin streng? Also eigentlich nicht, aber wenn ich was falsch mache, dann schon. Also meistens, wenn ich falsch irgendwie so falsche Sprünge die ganze Zeit mache oder die ganze Zeit rumalber, dann ist sie schon streng. Musst du, um Punkte zu bekommen, eine bestimmte Zeit springen oder gewagte Sprünge machen? Also, desto mehr Schwierigkeiten man hat, desto schwerer ist es ja, die Haltung zu halten. Aber die Schwierigkeit von den Sprüngen, die zählt halt auch viel mit. Und ja, also eine bestimmte Zeit muss man nicht unbedingt erreichen, aber es wäre schon gut, dass man so höher springt. Ist genug Geld aufgekommen für die WM in Tokio? Ja, ist es. Wir haben ja so ein Fairplay-Projekt gehabt und da haben wir halt das ganze Geld gespendet bekommen und wir haben das Spendenziel erreicht. So, jetzt die mit 6 Doppelten. In der Trampolinhalle der TG Jugenddorf war bei unserem Besuch viel los. Daniel Schmidt, der schon mehrfach deutscher Meister und Europameister war, und Tom Novak vom Deutschen Turnbund haben Sekundensprünge geübt. Ja, wir haben jetzt eben das Pflichtprogramm schon abgeschlossen, weil es sehr gut lief. Wir sind zufrieden. Jetzt wollen wir nochmal ins Kürprogramm gehen. Das heißt, da ein bisschen mehr Schwierigkeit reinpacken. Das Ganze wird jetzt eine Übung sein mit 5 verschiedenen Doppelsalto zum Schluss. Hallo, ich bin der Jaden. Ich möchte über Lars Fritsche etwas erzählen, der sich als Mitglied der deutschen Nationalmannschaft im Trampolinspringen gerne für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifizieren möchte. Hallo Lars, wir sind aus der Emil-Lang-Realschule Salzgitter-Lehmstedt und wir haben dir Fragen mitgebracht.
Lars, mit wie vielen Jahren hast du angefangen, Trampolin zu springen? Das war mit 6 Jahren, ganz früh. Wo hast du schon geturnt? Also ich komme aus Hessen ursprünglich, bei Frankfurt, und da gibt es meinen Heimatverein TV Eberstadt. Da habe ich sehr lange geturnt, dann im Zentrum in Frankfurt nochmal, und bin jetzt vor 3 Jahren hier hochgewechselt nach Salzgitter. Gibt es ein Idealgewicht zum Trampolinspringen? Schwierig zu sagen, man darf nicht zu viel wiegen, weil das eine gewisse Tiefe nur hat, das Trampolin. Ich würde spontan sagen, so zwischen 70, 73 Kilo. Aber es kommt auch immer auf den Körper drauf an und wie man damit umgehen kann. Was studierst du? Ich studiere Wirtschaftsingenieur und Maschinenbau in Wolfenbüttel. Wie viele Mal trainierst du in der Woche? Ja, das ist immer unterschiedlich, aber so vor Wettkämpfen schon 7 Mal etwa. Findest du das, dass du zu viel trainierst? Nein, würde ich nicht sagen. Ich denke, man muss immer viel trainieren, wenn man was erreichen möchte. Hast du Zeit für deine Freundin? Ja, ja, ein bisschen schwierig, gerade mit dem Sport. Aber ich denke, dass wir das ganz gut auf die Reihe kriegen und das gut hinkriegen. Wie lange hast du gebraucht für den ersten doppelten Salto? Das ist eine schwierige Frage. Also ich habe mit 6 angefangen. Ich würde sagen, ich habe mit 9 meinen ersten Doppelsalto gemacht. Also 3 Jahre. Aber. Was ist am aufregendsten bei einer WM? Bei einer WM reist man meistens eine Woche vor dem Wettkampftag an. Und oft sind sie auch an verschiedenen Orten. Wir hatten eine mal in Amerika, da ist natürlich die ganze Anreise spannend, der ganze Jetlag, das alles zu verarbeiten. Und natürlich, dass man die ganzen Nationen sieht. Man sieht ja alle Trampoline auf der ganzen Welt, von jeder Nation die besten, und das ist schon sehr beeindruckend. Wie viele Punktrichter gibt es beim Wettkampf? Es gibt 4 Kampfrichter, die auf die Haltung zielen. Und noch andere, wie zum Beispiel die HD messen, die wie mittig man springt und wie hoch man springt, gibt es auch noch einen. Okay, danke, dass du unsere Fragen beantwortet hast. Jetzt kommen noch die X-Specials. Wie viel Kampfrichter gibt es beim Wettkampf? Ja, ne? 3 Haltungen Kampfrichter gibt's. Hallo, ich bin Paula. Wir wollen dir ein paar Entweder-oder-Fragen stellen. Okay. WM oder Olympia? Ich denke, bei unserer Sportart Olympia. Studieren oder Turnen? Sehr schwierige Frage. Turnen. Netflix oder ins Kino gehen? Netflix. Salto oder Schraube? Salto. Comedy oder Drama? Comedy. Tattoo oder Glatze? Glatze. Salzgitter oder Braunschweig? Salzgitter. Fußball oder Basketball? Fußball. Jetzt kommen wir zu dem Sportexperten Extrem. Was war der extremste Sprung, den du bisher gemacht hast? Ein Doppelsalto mit 2,5 Schrauben. Ja, jetzt kommt Sportexperte Nix. Du bist ein sehr guter Trampolinturner. Welche Sportart kannst du gar nicht? Gar nicht. Schwimmen. Jetzt kommen wir zu Sportexperten Fix. Was war deine längste Turnübung bei einem Wettkampf? Die dauern alle nicht lange. Ich sag jetzt mal 30 Sekunden. Danke, dass du die Zeit genommen hast für das Interview. Kein Problem.